Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Eat und Marina on Tour. Ab geht's jetzt in die Zeche, in den Ruhrpott. Und ja, seid gespannt und wir sehen uns später wieder. Viel Spaß! So, ihr Lieben, fertig mit der Dächenhöhle, mit den Stalaktiten und Stalagmiten. Die einen kommen von unten und die anderen von oben, ne? Und dann gab es noch diverse andere Arten, das habe ich aber schon wieder vergessen auf die Schnelle. Und jetzt geht es ab in die Zeche. Nichts, was mich so groß interessiert. So, jetzt nochmal. Also, unsere Führung fängt erst um 16:30 Uhr an, leider. Und ja, hier ist irgendwie so Handwerksmarkt, aber das ist nichts, was mich irgendwie so reißend interessiert. Von daher schauen wir mal jetzt hier, düllen wir mal zwei Stunden rum. Und hier oben seht ihr das? Da hat jeder Bergarbeiter so einen Haken zugewiesen bekommen. Und dann durfte er seine Sachen da reinhängen oder reinpacken und dann wurde das nach oben gezogen. Hier könnte es noch mal besser sein. Ja.
Salon Locus unter Tage, das Grubenklosett. Sonne. Höhensonne, damit sie Vitamin D bekam. Ganzen Waschutensilien hier. Die Duschen. So, dann gehen wir mal weiter. Es geht hier darum,
Da geht der Schacht nach unten. Weißt du auch, warum das schwarze Gold heißt? Was? Hier inzwischen steht ein Puffer von den Wagen. Ja. Siehst du die dicken Puffer? Ja. Da ist er mit dem Arm zwischengekommen. Scheiße. Der Arm ab. Wenn so ein Wagen mal in Fahrt kommt, ich glaube, dann ist es ganz gut. Dann haut das Ding auch ganz schön ab. Dann zeig mal. Fatima, zeig mal, wie es geht. Hier. Fatima zeigt uns, wie es funktioniert. Und bei dem nächsten nochmal. Muss man zu zweit anfassen, ha? Naid, jelle goa. Rusch goa. Der Lokführer. Hey Leute, er eat im Kalabusch. Er eat im Kalabusch. Kein schwarzes Gold mehr drin. Das sind die Wagen. Ja, warte. Ich komm. Und das sind die Loks dazu hier. Ja, mit der. Personenwagen für die Grubenarbeiter. Ja, Wahnsinn. 4 Personen pro Wagen. Guck mal, da kann man bestimmt auch reingucken. Ineinander eine Schuppe. Und dann festgeschraubt. Das heißt, wenn jetzt viel Druck drauf kommt, dann kann das nachgehen. Dann kann das nicht einklappen. Was eben ganz wichtig ist, man kann ja, wenn man hier geht's wahrscheinlich nachher dann zur Führung. Mal gucken. Wir sind gespannt. Jetzt bin ich extra für euch hier hochgekrabbelt auf diesen komischen Turm. Kalt! So, da hinten ist, glaube ich, das Stadion. Ja, guck mal. Spielt heute nicht Dortmund gegen Bochum oder sowas? Jetzt haben sie Beleuchtung angemacht für die Bäumchen. Ich hatte ja mal eine Besucherin mit ihrem Mann, der war Bergmann. Und der sagte, ihr Mann hatte früher 2 Hosengrößen. Weil er viel gegessen hat, weil er viel gearbeitet hat. Und im Urlaub hatte der immer eine Hosengröße mehr, weil er zugenommen hat. 4 Wochen später war er wieder schlank.
So I had a couple of visitors here, and one man was an old miner, and his wife said he had two sizes in clothes because he worked hard, he ate very much, and when he had a holiday, he gained weight, which he would lose 4 weeks later when working again. يقول لك واحدة من اللي كانت متجوزين من العمال جوه المصانع جوه المناجم كان جوزها ليه مقاسين ملابس الداخلية ملابس لما بينزل تحت لأنه بيقعد 4 أسابيع ما بياكلش فبيخس بياخد مقاس صغير معاه لما بيطلع فوق بياكل بيتخن بيلبس المقاس الكبير. وصل درجة إيه؟ Das ist so klassisch, die 50er Jahre, der Presslufthammer und das Förderband. Das hat schon den handgehaltenen normalen Hammer und die Pferdewagen abgelöst. So this was modern when Solan was working in the 1950s. He has the pneumatic hammer and he already has this belt, so you don't have these wagons with horses any longer. كان معلق الهامر بتاعه ومعلق الكوليك دوت بعد ما يخلص بيحمر بعد يطلع لوحده. Und da haben wir also schon so etwas mehr Technologie. Aber damals war Bergbau vor allen Dingen noch ein Beruf, wo es um Muskelkraft ging. So, you have some technical help, but back then mining was still a work where you had to have physical strength and you were more or less a mechanic. Weil es wäre unmöglich gewesen, immer erst einen Elektriker von über Tage kommen zu lassen, der dann 4 Stunden später da ist und 3 Tage repariert. Das heißt, je mehr elektrische Anlagen es gab, desto mehr mussten die Bergleute in der Lage sein, sich auch selbst zu reparieren. So, as time passed on, and the more and more electric engines there were underground, the job of the miner totally changed. Because now they also had to be electricians, because it was impossible to get an electrician from above grounds who maybe doesn't know the machines. He has to. Wir machen jetzt die Monotariumführung, aber filmen wollen wir, dürfen wir nicht. Das muss abgestimmt werden, weil sonst bucht hier keiner mehr die Führung hier. Deswegen schaut euch das einfach selber mal an. Aber ihr dürft uns mal angucken, wie bescheuert wir gerade aussehen. Aber ist Pflicht hier, also. Kommt her, schaut euch das mal an, lohnt sich auf jeden Fall. Also zumindest nach dem Geräuschpegel hier auf jeden Fall zu urteilen. Und ich werde nachher nochmal berichten. Bis später. So, meine Lieben, wir sind durch jetzt mit unserer Führung hier. Etwa eine Stunde ungefähr hat es gedauert. Und ich muss sagen, schaut es euch an, es lohnt sich wirklich auf jeden Fall. Die Führung, die separate Führung hier kostet 2 Euro extra, ist um 13 Uhr und um 16.30 Uhr hier. Und wie gesagt, lohnt sich auf jeden Fall. Nehmt euch die Zeit, schaut euch das an. Die Tickets sind begrenzt, das heißt, kauft sie direkt mit dem Eintritt. So, ihr Lieben, das war's mit der Zeche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und inshallah wird es das nächste Video dann entweder das Treffen mit Katharina und Amira in Bremen geben oder die Müll. Ach, wie heißt es? Heizkraftwerk, also na, die Führung, was ich eben berichtet habe jetzt. Müllheizkraftwerk, so heißt das gute Stück, glaube ich. Ihr werdet sehen. Lasst euch überraschen. Ich freue mich, dass ihr bis zum Schluss dabei gewesen seid und wünsche euch, bleibt gesund. Und wir sehen uns inshallah beim nächsten Video. Bis dahin erstmal bye bye.